Sprint Nordschleife. Aber es gab an diesem Wochenende bereits ein Rennen. Das sind die Youngtimer oder heute heißen sie Classic. Und natürlich wollen wir auch diesen Ausgang Ihnen nicht vorenthalten. Edgar Mielke, bitte. Ganz genau, Erik und Christina, die Classics. Rennwagen aus 5 Jahrzehnten am Start. 3 Stunden Rennen mit diesen echten Schätzen, die wir sehen. Und in Führung, gleich mal beim Start, der wunderbare M1. Ja zum Nürburgring, das Originaldesign dieses fantastischen Autos. Gefahren übrigens von einem echten Profi. Hier beim Start Klaus Graf zusammen mit Mark Bullitt auf dem BMW M1, Baujahr 79, 3,5 Liter. Ja, und David Richards, der ist tatsächlich da. Und das zeigt auch den Stellenwert dieser Veranstaltung am Monte Carlo Wochenende. Und das gehört natürlich auch dazu. Schade um die schönen Autos, rief Christian Menzel aus. Von der Mittelmotor GmbH eingesetzt von Charles Forgenreiter, Baujahr 79, 3.000 Kubik, der 911 RSR. Ja, und auch das, egal ob Escort, Morgan Plus 8, Jaguar E-Type, was auch immer, Fiat Abarth, NSUTTs und natürlich viele 911er Porsche, viele BMW-Fahrzeuge, egal ob mit dem M ausgestattet oder zum Beispiel auch ein Alpina 1600 Ti. Ja, und auch Volvo gibt es hier bei den Classics. 160 Starter. Kaum zu beziffern in realen Werten, was hier auf der Strecke war. Und das, wie gesagt, im Rahmenprogramm. Wie dieser Ford Fairlane, wunderschönes Auto. Ford Fairlane 500, Baujahr 64, 7 Liter Hubraum. Ja, und da ist einer der Jaguars. E-Type Lightweight. Mit leichten Problemen. Und das ist eben eine andere Szene als die, die ihre Oldtimer nur in die Garage stellen. Hier wird richtig Rennen gefahren. Das ging zum Glück gut. Peter Heinrich, Achim Heinrich, BMW M1 ebenfalls hier. Baujahr 81, ein bisschen jünger. Aber gefährlich ist das Ganze trotzdem. Gut, dass das gut ging. Auch anhand der 900 Marshalls, die hier verteilt sind, rund um die 25 Kilometer. In Führung zu dem Zeitpunkt im Rennen Klaus Graf, Mark Bullitt. Klaus Graf, der einzige Deutsche, der ja jemals in der Nesca-Szene im Einsatz war. Viele, viele Jahre mit Porsche verbunden und jetzt auch wieder in den USA unterwegs. Also auch hier echte Profis am Start. Patrick Simon zum Beispiel mit dem Scirocco hier unterwegs. Den wir hoffentlich heute auch nochmal hören können mit seiner sensationellen Streckenvorstellung. Und hier, kleine Kollision gehabt vorhin gerade, aber Charles Forgenreiter fährt weiter mit seinem 911 RSR. Auf Platz 2, auch das ein interessantes Auto, Porsche 911 RSR aus dem Hause Krämer, von der Vorbereitung her natürlich. Wolfgang Pohl am Steuer, Baujahr 74. Und die Uhr lief da schon runter, aber natürlich auch für die Classics bei diesem 3-Stunden-Rennen. Eine ganz, ganz harte Aufgabe. Und das ist der Sieger im 3-Liter RS, Daniel Schrey, Startnummer 147. Und er ist einfach mal komplett durchgefahren, die 3 Stunden. 18 Runden hat er geschafft, Bestzeit 9,51. Also großen, großen Respekt für diese tolle Show hier im Rahmenprogramm bei den Classics. Der M1, der lange Führende von Klaus Graf und Mark Bullitt, am Ende ausgefallen. So eine totale Porsche Dominanz. Ich denke mal, da hätte man im Hause Mantai auch nichts gegen. Aber es war auf jeden Fall eine fantastische Show, die viel, viel